Hallo Fans und Freunde der WNA. Heute geht's auf die Simmeringer Hart. Ein sehr, sehr wichtiges Match für unsere WNA. Denking Simmering. Da geht's um nichts weniger als um die Meisterschaft, um die Tabellenführung und auch die Simmeringer. Die wollen aufsteigen. Also ist ein spannendes und ereignisreiches Match garantiert. Das Wetter, ja, das dürfte halten. Recht angenehm für März und ich hoffe, wir sehen natürlich auch ein recht spannendes Match. Ja, ich hoffe, es werden einige Vienna-Fans da sein und unsere Mannschaft unterstützen. Jetzt ist Treffpunkt der Vienna-Fans in Simmering bei der Endstation U3. Ja, möchte mal ganz gern schauen, wie die Stimmung unter den Vienna-Fans ist, wie so die Wünsche sind, wie die Meisterschaft weitergeht und so weiter. Also, bin schon recht gespannt, wie es heute läuft. Kommt mit und schaut sich das an. Kammern Vienna. Das erste Mal auf der Hart in Simmering. Schon recht gespannt, wie es da Wie gehe ich hier raus? Kaiser-Ebersdorfer Straße. Kammern Vienna, nicht nur der leibendste Verein hier in Wien, sondern auch mit den leibendsten Fans, nicht nur aus Wien, sondern auch aus Lübeck. Cool, oder? Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, kurzfristig entschieden, ne? Ja. Unser Spiel ist gestern ausgefallen, oder heute. Okay. Wir haben uns gestern Nachmittag gedacht, wo fahren wir denn hin? Das ist ja gleich mal um die Ecke, oder? Auto klar gemacht, hier von Kollegen Jan. 11 Stunden hingefahren, einmal schlafen, morgen wieder zurück. Ich habe das ganz spezielle Teil. Und zwar gibt es exklusiv hier den Vienna Button. Ja. Den gibt es nicht zu kaufen, sondern der wird nur an Vienna Fans verliehen, mein Lieber. Und wer 600, 800 Kilometer ist Lübeck? 1000. 1000 Kilometer? Genau 1000. Extra für ein Match kommt, der bekommt einen cool, vielen Vienna Button. Ich werde ihn in Ehren halten. Ich hoffe, und, auch noch dran. Ja, dann fangen wir jetzt mal gleich mit an. Meisterschaft heute im Ring, wie schaut's aus? Ja, 3 Punkte ist ja noch meistens brauchen wir nicht. Jetzt können wir gleich wieder nach Hause fahren, sonst bringt was jetzt. Und sonst recht zufrieden? Fortuna 05 war ja mal eine Ansage, oder? Das war in Ordnung, ja. Das erste Match war nicht besonders, aber. So, geschafft im Stadion auf der Hart angekommen gegen Simmering, die Burschen von unserer Kampfmannschaft wärmen sich schon auf und auch natürlich unsere Vienna-Fans sind alle voll bereit hier ja, das Beste zu geben für ihre Mannschaft. Schauen wir uns mal an, wie es hier so ausschaut. Groß, unerwartet groß. Jetzt kommt. Dann werden wir schauen, ob das wunderbar wird, das Match. Und was erwartet ihr? Wir müssten gewinnen. Wahnsinnig überheblich. Ja, jetzt werden wir schauen, was die Burschen denn machen. Mit der vollen Unterstützung? Natürlich. Wie immer. Wie geht's da? Gut, dir? Gut. Ja, passt also. Zu einem wichtigen Match heute, oder? Ja, ich würde sagen, das Match. Das Match? Genau. Das Spiel, was vieles entscheidet. Für die Meisterschaft. Genau. Ja, oder weiter zittern. Ja, das werden wir heute packen, oder? Ja. Lieber Wippi, siehst du diesen Button hier? Ja. Dieser Button hier ist nicht zu kaufen. Wirklich? Der wird verliehen. Okay. Und zwar ein wahre Vienna-Fans. Ja, okay, super. Da, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, du trägst ihn in die Ehren. Ja, sicher. Ich freue mich schon auf das Buch, das du schon gesehen hast. Freu dich drauf, das wird wirklich ganz geil werden. Das wird super. Ja, super. Danke dafür. Heute das Match. Welches Gefühl hast du? Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar keins. Ich bin noch irgendwie so in der Zwiespalt, wie das Spiel wird, aber wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen damit. Es sind 6 Punkte, die letztendlich dafür rauskommen. Auf jeden Fall. Und auch dazu, das Gute ist ja auch, die haben ein Spiel weniger. Wenn die heute gewinnen, die rennen hinterher. Ja, so richtig. Die müssen nämlich das eine Spiel auch erstmal gewinnen. Das ist konkret. Auch wenn es gegen einen leichteren Gegner ist. Aber gehen wir, Jungs! Jawohl, gehen wir! Gehen wir, Cortisi! Gehen wir!
Wir schaffen das. Auf jeden Fall. Also, kann man Vienna. Zufrieden? Mega zufrieden. Ja. Packen wir's? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie hat das Spiel gefallen? Sehr für zweite Landesliga, Top-Niveau. Heuer, Jubiläumsjahr. Wichtiges Thema, wie? Sehr wichtig. Also. Und jetzt schauen wir es zum 125-jährigen Jubiläum, was zukommt. Was passieren wird, also wichtiger als ein Aufstieg. Oliver, Match. Super war es. 3-1 haben wir gewonnen. Verdient gewonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Ich freue mich. Bin glücklich und ich sehe einer positiven Zukunft. Sportlich, wirtschaftlich, ideologisch entgegen. 1-3 auf der Hart, meine Lieben, das war das Simmering-Match. Boah, was für eine Erleichterung, das sind nicht nur 3 Punkte, nein, das sind 6 Punkte für uns. Und die Vienna-Fans, natürlich auch ich mit Kammern Vienna, wir sind sehr, 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 sehr stolz auf unsere Kampfmannschaft. Auf alle, die mitgemacht haben, auf alle, die unterstützt haben, Trainer und das ganze Support-Team. Meine Lieben, unterstützen wir weiterhin unsere Vienna, unterstützen wir weiterhin den Weg auf der Mission Aufstieg in die Wiener Liga, auf dass wir erfolgreich bleiben in der nächsten Mannschaft, in der nächsten Liga. Und auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Match. Das nächste Match, ja, ist ja schon auf der hohen Warte. Und natürlich auch im Cup. Meine Lieben, bis bald hier auf diesem Kanal. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich besucht mich auch auf den anderen Social Media Plattformen. Bis dahin, Kammern Vienna. So, du bist ja halbwegs glücklich gewesen auch zum Match. Ja, genau. Ich habe mich bemüht. In der ersten Halbzeit, ne? Zu Spielanfang war er da.